Hey yo, meine Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Loris und heute in diesem Video sprechen wir über bildhafte Liebe, ganz besonders über... Ja genau, also Greta respektive Lea, die kommt heute zu Besuch bei mir und wir sprechen heute ein bisschen über die ganzen Szenen, wie das Ganze so war, wie der Dreh war. Lasst euch einfach überraschen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Ja moin, komm her. Wie geht's dir? Komm rein. Machst du das schön fürs Video? Nein. Nein? Also für mich? Ja. Ah, gute Antwort. Lea, gut siehst du aus. Danke. Jo, Lea, komm her. So, ihr Lieben, Lea ist auch zu Besuch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht es dir? Gut, und dir? Auch sehr gut, danke. Guckt auf jeden Fall auch mal bei Lea vorbei. Hier ist noch der Instagram-Account verlinkt. Wir sind ziemlich viel auf Instagram, wie auch auf TikTok unterwegs. Mhm. Ja, auf TikTok bist du echt aktiv, ne? Gleich aktiv wie du. Ja, also auf TikTok wird ordentlich Gas gegeben. Ach, komm, wir gucken jetzt Champions League. Du magst Fußball? Ich liebe Fußball. Doch, dann bist du einigen Frauen einen Schritt voraus. Aber dann wäre ich doch im Abseits. Ja, wir sind heute hier. Wir reden heute ein bisschen über bildhafte Liebe. Für dich war es ja persönlich die erste Staffel, das erste Mal, dass du sowas gemacht hast. Ja. Wie hat es dir so gefallen? Gut. Also, ja? Ja, war schon gut gefallen. Wir hatten ja extrem viele Szenen zusammen. Für diejenigen, die es vielleicht auch gar nicht gesehen haben, wir haben ja eigentlich so ein Pärchen gespielt. Ja. Also ein Pärchen. Du wurdest ja von mir entführt. Genau. Mein Leben. Wenn man sieht unter der Maske einfach nichts. Komm. Meine Erfahrung werden. Ja, glaube ich dir sofort. Du hast auch alle Folgen schon gesehen. Ja. Wie bist du so zufrieden mit dem Gesamtergebnis, mit dem Ganzen und mit dir selbst auch? Ich finde, dass es eine sehr krasse Staffel geworden ist. Ja. Die Qualität, auch das Schauspiel fand ich echt gut. Wir hatten ja viele so Szenen, viele so Kussszenen wie dir zum Beispiel. Und wie war das so für dich? Also so erstmal, wie war der Kuss mit mir? Schrecklich, nicht Spaß. Hat harmoniert, würde ich sagen. Ja, hat definitiv harmoniert. Es war halt einfach nur, es war so ein Filmkuss. Hm? Ja, also du kannst schon so unterscheiden, so Schauspiel, Filmkuss und ja, normalen Kuss. Ja, das kann ich. Ja, kannst du? Okay. Eigentlich so die ganze Woche, wenn man da ist, ist man eigentlich so in der Rolle. Hast ja. du das auch so gefühlt? Doch, fand ich, du hast mich auch andauernd Greta genannt und nicht Lea. Ja, genau. Mhm. Also es ist tatsächlich so, wir waren ja da 6 Tage in dem Schloss, haben ja da auch gewohnt natürlich. Und wir haben uns gegenseitig eigentlich fast immer mit dem Schauspielernamen angesprochen. Ja. Also immer Greta. Neo. Genau. Und so, so kannst du dich auch ein bisschen in das Ganze vertiefen. Ging dir das auch so? Ja, genau, das Gleiche. Ja, genau. Also wir waren richtig vertieft ineinander. Was? Was? Ganz viele Leute haben mich natürlich auf Instagram beim Q&A gefragt, ist es nicht so, dass man bei so einer Kussszene oder bei so einer Serie wie bei der dritten Staffel, dass so die Gefahr entsteht, dass sich Gefühle entwickeln? Weißt du, man hat schon sehr so intime Szenen oder auch sehr viele Szenen, die extrem nahe gehen eigentlich. Kannst du das gut so unterscheiden? Also ich konnte es gut, ja. Ja? Muss ich sagen. Du konntest es ja auch, oder? Ich konnte es eigentlich gar nicht. Nein. Ach scheiße, tut mir leid. Okay, jetzt ist es raus. Ich erzähle es jetzt hier vor der Kamera. Nee, ihr wisst Bescheid, klar. Also, das ist gar nicht so schwer. Man denkt, es ist schwer, aber wenn man dann in so einer Rolle ist und das alles miterlebt, dann geht es so. Ist es so eine Szene wie jede andere auch? Ich meine, also es ist so eine Kussszene, du weißt, wir küssen uns jetzt dann gleich. Kurz danach war ich immer so ein bisschen so, ich war ja super nervös, das weiß ich noch. Dann war ich in der Früh so bei dir so, es geht gleich los. Ja. Aber ja, also sobald die Kamera dann auf mir war, dann ging das irgendwie. Man hat es einfach gemacht. Wir haben ja auch ab und zu natürlich so vor den Szenen auch ein bisschen diese Szene, die jetzt gerade rankommt, so ein bisschen besprochen. Natürlich, was ganz viele auch nicht wissen, ganz, ganz viel davon ist improvisiert. Ja, das stimmt.
Also wir haben natürlich die Szene vorgegeben von der Regie. Der Text war ja nicht 1:1 vorgegeben. Ja, nicht 1:1, da konnte man schon sein Wortlaut. Genau, genau. Das war so deine persönliche Favorite-Szene von der ganzen Staffel. Also da, wo ich im Bett gefesselt war, der Spaß. Also es muss eigentlich gar nicht, also jetzt nicht unbedingt nur auf uns bezogen, auf unsere Rollen als Neo und Greta, sondern auch generell einfach. Die, wo ich den Zusammenbruch hatte vor dem Spiegel, die fand ich krass. Ja, stimmt, das war richtig gut, das war richtig gut gespielt. Ich hatte wirklich in dem Moment, ich hatte wirklich so gefühlt einen Zusammenbruch, weil ich mir das halt so alles vorgestellt habe. Und dann warst du so wirklich so im Element? Ich war wirklich drin. Ja? Ich war wirklich drin, ja. Wie machst du das? Also wenn du genau weißt, du spielst jetzt gleich so eine emotionale Rolle, kannst du da reinschlüpfen? Wie machst du das? Ich habe mir das einfach vorgestellt, wie ich wäre oder wie das wäre, wenn ich diesen Zusammenbruch hatte, was mit mir passiert, wenn ich mir vorkomme, wie jetzt da in dem Fall, dass ich käuflich wäre und dann, keine Ahnung, dann habe ich mir das vorgestellt und dann ging's. Ist auch ein bisschen geweint da. Ja, da habe ich ein bisschen nachgeholfen. Ja, genau, da wurde auch ein bisschen getrickst natürlich. Genau, ich kann das eigentlich unterstreichen, das, was du gerade gesagt hast, weil ich hatte auch so ein, zwei emotionale Szenen wegen dir. Was da genau passiert, ich weiß, die meisten haben es wahrscheinlich jetzt auf TV Now schon gesehen. Für alle anderen, die es noch auf YouTube verfolgen, ihr werdet es ganz am Schluss natürlich sehen. Die letzten zwei Folgen sehen das auf jeden Fall. Da wird es schon mal noch mal sehr traurig, ne? Emotional auf jeden Fall, ja. Wir hatten natürlich neben dem Dreh auch extrem viel Spaß. Also wir haben zum Beispiel, es ist natürlich immer so, es ist auch bei jeder anderen Staffel, ob das Krass-Kassenfahrt oder Villa Liebe ist, dass man am Abend natürlich mal zusammensitzt, mal ein bisschen einen zippt, na, ein, zwei vielleicht. Ganz wenig. Ganz wenige, und das kommt natürlich auch nicht so oft vor. Eigentlich so jeden Abend eigentlich. Aber ja, egal. Wir haben so viele Spiele gespielt wie Werwolf. Die meisten kennen das bestimmt. Weißt du noch, Werwolf war so lustig? Ich weiß, vor allem, ich war so schlecht da drin. Ah ja, sie kann nicht lügen. Sie kann einfach nicht lügen. Das ist so lustig. Es war immer so klar. Also für diejenigen, die Werwolf das Spiel kennen, man muss ab und zu ein bisschen so das Pokerface aufsetzen natürlich. Und es war immer so süß, Lea immer. Bei Lea wusste man immer sofort, wer es ist. Vor allem, wenn ich ein Werwolf war, ich konnte es einfach nicht. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist schon einfach eine geile Erfahrung, oder? Also ja, ich fand, das war wirklich eine richtig schöne Zeit. Da erinnert man sich auch gern zurück. Ja, definitiv. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Wir können ja gerne wieder mal ein Video drüber drehen, vielleicht mal ein anderes Thema. Und genau, wenn ihr irgendwas wissen wollt, ob es über den Dreh ist, ob es über die Staffel ist, ob es über Lea oder Greta oder Loris Neo ist oder zusammen ist, was weiß ich, schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ganz, ganz schöne Festtage. Ciao, ciao.